Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen hier zur Schiffseinweisung zur Mainz. E8 Premium Leichter Kreuzer, der erste Vertreter in der deutschen Marine als Leichter Kreuzer in der Stufe 8. Und wir haben das Schiff jetzt hier ins Spiel bekommen und ihr bekommt wieder eine kompakte Einweisung mit allen Informationen, die wichtig sind. Es ist ein Schiff, was historisch gesehen nie so richtig existiert hat, außer auf dem Blatt Papier. Es war ein Entwurf aus dem Jahr 36, wird hier gesagt. Es ist ein K-Entwurf, also ein Rumpf der Admiral-Hipper-Klasse, gepaart mit kleinerem Kaliber, aber dafür mehr Rohren. Und am Ende wurde hier bei der Interpretation von Wargaming auch 2 mm Panzerung entfernt, was aber nachvollziehbar ist bei einem leichten Kreuzer, denke ich. Und jetzt sind hier die Nürnberg-Geschütze draufgesetzt worden. Wir werden hier euch so einen kleinen Guide an die Hand geben und das Schiff einranken. Und zwar mit allen möglichen leichten Kreuzern, die im Spiel verfügbar sind. Unter anderem werden wir sie gegenüberstellen mit der Bayar, mit der Mogami, die 155 mm Variante, Irian, Chapayev, Michael Kutuzov, Edinburgh, Al-Montpellier und Cleveland. All diese Schiffe sind auch leichte Kreuzer ihrer Nationen. Und ja, wir wollen natürlich mal so ein bisschen gucken, wo die Mainz da im Vergleich denn steht. Wollen wir uns mal kurz die Panzerungsanordnung noch anschauen? Und zwar haben wir hier vorne 25 mm und hier an der Seite eben auch obendrauf sind 27 mm. Die 25 mm sind 2 mm weniger auch hier an der Seite als das, was zum Beispiel die Admiral Hipper oder Prinz Eugen hat. Das heißt, ihr seid anfällig ab 358 mm AP-Kaliber, also wenn AP-Munition auf euch abgeschossen wird, dann ist dieser Bereich hier overmatchbar, das heißt, die Panzerung wird ignoriert. Und da so sieht das hinten übrigens auch aus, da sind es auch 25 mm. Beim Deck sieht das ein bisschen besser aus für euch. Da sind es dann 387 mm, die AP-Granate mindestens groß sein muss, damit sie euch overmatcht. Ja, das heißt, da müsstet dann schon der Kurfürst oder Montana sein, die euch damit AP beschießt, damit diese Deck halt auch ignoriert wird. Wenn wir uns dann hier die Mainz weiter ausziehen, dann sehen wir, dass unter diesem Torpedoschutz nämlich 80 mm Panzergürtel steckt. Das heißt, der Bereich hier kann nicht mehr overmatched werden und da könnt ihr dann durchaus auch mal abprallen lassen, wenn ihr euch geschickt anstellt. Da sind es eben 80 mm, dann sagen wir hier innen die 40 mm, es ist ein bisschen schwer da ranzukommen, hier 120. Und wenn wir dann die Kasematten auch noch wegnehmen, dann haben wir hier nochmal 40. Und wenn wir das zusammenrechnen, dann haben wir 185 mm Panzerungsschutz bis in die Zitadelle rein im Optimalfall, wenn die Granate eben hier so ankommt. Und wir haben verschiedene Winkel, wo die Granate durch muss. Und damit haben wir wieder diese Möglichkeit, dass durchaus auch Abpraller generiert werden können, ja, weil die Panzerung da eben doch sehr, sehr dick ist. Also mindestens halt 40 mm dick ist, ne? Außer hier da außen eben. Ja. Für HE seid ihr allgemein recht empfänglich. Ihr habt ja relativ dünne Panzerung. Gerade wenn ihr in Gefechten seid, wo ihr Low-Tier seid, ist das durchaus eine Sache, die ihr ja, beachten solltet und schön auf Distanz spielen. Ihr habt hier 17,5 Kilometer Reichweite. Die solltet ihr auf jeden Fall am Anfang des Gefechts gut ausnutzen. Was ich halt ganz cool finde, ist, dass wir hier vorne noch die 40 haben, die dann eben die Abpraller mini, also erhöht. Die Chance, dass da Abpraller generieren werden, ist eben sehr hoch, wenn ihr euch richtig anstellt. Ja, Aufbauten hier 13 mm und viel mehr kann man gar nicht zu dem Dampfer sagen. Hinten sieht die Zitadelle übrigens ganz genauso aus, auch 80, 80 und dann 25. Ne? Also das sind so die Hauptbestandteile des Schiffes. Wie üblich fangen wir mit der Überlebensfähigkeit an. Wir haben hier 45.300 Trefferpunkte in meiner Skill-Version. Also das Schiff ist hier schon komplett ausgerüstet mit Kapitänsignalen und Modulen. Deswegen kommen wir hier auf 45.000 Trefferpunkte und sind da ganz klar auf Platz 1. Normalerweise hat das Schiff hier 42.500 Trefferpunkte und wäre damit immer noch der erste Platz von den Trefferpunkten her eines leichten Kreuzers im gesamten Spiel auf dieser Stufe. Dazu haben wir einen Torpedo-Schadensverringerungswert von 22%. Das ist der zweite Platz. Da ist nur die Bayar stärker als wir. Und das kann sich doch echt gut sehen lassen. Trefferpunkte kann dieser Dampfer hier wirklich nicht genug haben. Gerade weil wir hier auch keine Reparaturmannschaft dabei haben, wo wir Trefferpunkte wieder generieren können. Also so wie bei der Prinz Eugen. Das ist also wichtig, dass ihr hier die Überlebensfähigkeit verbessert. Ist mein persönliches Ansinnen bei meiner Skillung.
Weiter geht's dann schon mit der Hauptbatterie und dazu können wir einiges erzählen. Also wir haben die Nürnberg-Geschütze hier raufbekommen. Es fühlt sich auch an wie ein Nürnberg, muss man sagen, bloß mit einem Geschützturm mehr und einer besseren Panzerung. Und das macht dieses Schiff eigentlich so spaßig. Mir persönlich hat es wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, extrem Spaß gemacht, dieses Schiff zu fahren. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum über die Mainz so gemeckert würde in der Vergangenheit, auch in der Testphase. Gut, am Anfang der Testphase war sie vielleicht nicht so gut, aber sie hat sich deutlich entwickelt und so ist sie jetzt hier final. Wir haben 6 Sekunden Ladezeit in den Geschützen. In meiner Skillung, der Elite-Schütze ist hier schon mit dabei. Mit Günther Lütjens habe ich 20,9 Sekunden Turmdrehzeit. Die maximale Streuung beträgt 143 Meter bei einem Sigma-Wert von 2,0. Und jetzt geht es eigentlich weiter. Wir haben ja nicht 152 mm Kaliber, sondern 150 mm Kaliber. Die HE-Granate hat den schlechtesten Alpha-HE-Wert, den es auf der Stufe 8 für diese Kreuzer eben gibt. 1700, ne? Ist wirklich ein mega schlechter Wert. Die Bayar hat 2200, die Mogami hat 2600 für jede Granate. Auch die Michael Kutuzov, Chapayev und Cleveland haben alle 2200. Also das sind so mindestens mal 300, 400, 500 Punkte weniger als alle anderen Kreuzer. Wir haben eine Brandwahrscheinlichkeit von 11%. Auch das ist mega gering. Normalerweise hat man so zwischen 12-15%, das ist Bayard, Cleveland und Co. haben alle so 12-15%. Aber wir haben die höchste Penetrationsleistung der HE-Granate, nämlich 38 mm auf dieser Stufe. Das schafft kein anderes Schiff, keine Bayard und so weiter. Wir haben ja ein Viertel Penetration und dadurch holen wir eigentlich in der Regel sogar mehr aus diesen Granaten raus, ja, weil wir einfach häufiger penetrieren. Ne, während andere Schiffe eben weniger häufig penetrieren oder auf Brandwahrscheinlichkeit verzichten müssen. Seitdem IFAE ja umgebaut wurde, würden wir ja da Brandwahrscheinlichkeit verlieren. Ne? Man hat stockmäßig bei der Cleveland jetzt als Beispiel 12% und dann würde man ja 50% verlieren. Ne? Dann hat man noch 6 und kann dann wieder nach oben skillen. Also das ist so ein bisschen die Sache, die man da im Hinterkopf behalten muss. Bei der AP-Granate haben wir 3900 Alpha-Damage und das wiederum ist gleichzeitig die beste AP-Granate bei einem leichten Kreuzer auf der Stufe 8. Die Reichweite beträgt 17,5 Kilometer und die Mündungsgeschwindigkeiten für beide Granatentypen ist identisch, auch immer ganz, ganz wichtig, man muss nicht unterschiedlich vorhalten, 960 Meter pro Sekunde. Die AP-Granate hat hier Standard-Abprallwinkel, also 0 bis 30 Grad ist gar keine Penetration möglich, es sei denn, ihr overmatcht, was hier äußerst unwahrscheinlich ist bei dem Kaliber. Und 30 bis 45 Grad habt ihr die Chance auf Penetration, also dass eure Granaten eben nicht abprallen. Und ab 45 Grad findet dann immer eine Penetrationsberechnung eben statt. Ihr müsst mindestens 25 mm Panzerung durchschlagen, bevor die AP-Granate den Zündverzögerer von 0,025 Sekunden auslöst und eben dann diesen Alpha-Damage hoffentlich verursacht, wenn ihr in der Zitadelle bis dahin gelandet seid oder eben ganz normal penetriert. Das sind dann 33% Alpha-Damage, ne, bei einer normalen Penetration. Die Normalisierung beträgt hier 8,5 Grad. Das ist der Winkel, wie die Granate sich verbessert, wenn sie sich durch die Panzerung bohrt. Ne? Also sie legt weniger Weg in der Panzerung zurück. Das ist eigentlich ein Vorteil für euch. Der Penetrationswert der AP-Granate ist auf 17 Kilometer 87 mm, auf 15 100 mm, auf 10 Kilometer penetriert ihr bis zu 146 mm und auf 5 Kilometer bis zu 214 mm. Das ist von der Penetrationsfähigkeit her relativ schlecht. Von den 9 Kreuzern, die wir hier vergleichen, sind wir damit 6 Bester, 7 Bester, so in dem Bereich sind wir platziert, ne, von den Millimeterzahlen her. Also da sind dann so eine Schiffe wie Mogami halt wirklich richtig vorne dabei mit den 155 mm Geschützen. Die haben eine sehr, sehr hohe Pen-Leistung. Weiter geht's dann mit unseren Nahkampfstacheln. Wir haben hier überraschenderweise Torpedos dabei. 2x4 Linkswerfer auf jeder Seite, also 4x4. Ne? 6 Kilometer Reichweite, 13.700 Alpha-Damage, also nichts Besonderes, nichts Neues. Das haben andere Schiffe auch schon bei den Deutschen. 64 Knoten Geschwindigkeit. Nichtsdestotrotz, es kann schon mal richtig cool sein, wenn er euch dann irgendwie rangerobbt hat an den Feind. Das überrascht ordentlich. Ne? Also 8 Aale, das kann richtig Aua machen.
Und dann geht es weiter mit der Flugabwehr. Die Flugabwehr hier ist für die Stufe eine der effizientesten, die ihr so haben könnt. Wir belegen Platz 3, kurz hinter der Cleveland und Montpellier. Ne, alle anderen Schiffen spacken einfach ab gegen die Mainz. Muss man einfach so sagen, Platz 3 ist richtig krass. Und ich habe hier noch nicht die Flugabwehr verbessert. Also nicht mit irgendwie Schießgrundausbildung hochgearbeitet. Wir haben hier 366 kontinuierlichen Schaden. Das ist nur die Signalflagge, die da diese Sache verbessert. Und dann haben wir Kurz-, Mittel- und Langstrecke bis 5,2 Kilometer Reichweite. Normalerweise haben Schiffe 5,8 Kilometer Reichweite. Da fehlen uns also 600 Meter. Aber die Effizienz ist trotzdem relativ hoch. Kurzstreckenschaden 154 kontinuierlich bis 2 Kilometer. Bis 3,5 Kilometer geht dann hier die Mittelstrecke mit 335 kontinuierlichen Schaden. Und die Langstrecke hat nochmal 125 kontinuierlichen Schaden. Mit einer jeweiligen Trefferwahrscheinlichkeit von 90%, außer die Kurzstrecke, die hat eben 85%. Wir haben dazu auch noch 6 Granatenexplosionen im Bereich von 3,5 bis 5,2 Kilometer, die dann 1470 Alpha-Damage machen. Und richtig wichtig ist bei diesem Kreuzer, dass ihr die Sektorverstärkung benutzt, ne? Also die Taste O, ihr guckt links oder rechts und der Sektor wird dann verstärkt um 50%, ja, also richtig ordentlich. Und man muss wissen, dass man hier noch defensives Flakfeuer mit auf das Schiff aufbringen kann, wenn man denn möchte. Schauen wir auf die Manövrierbarkeit. Wir haben hier 33,6 Knoten mit der Sierra Mike-Flagge. Einen sehr angenehmen Wendekreis von 720 Meter. Das ist super sportlich. Da sind halt nur die amerikanischen Schiffe Cleveland und so weiter ein bisschen besser. Alle anderen Schiffe sehen eigentlich ziemlich alt aus bei dem Wendekreis hier. Ja doch, Edinburgh ist auch noch besser als ihr, aber alle anderen sind dann eben schlechter. Also Bayard hat 10 Meter mehr, die Mogami hat sogar 30 Meter mehr, die Irian hat 40 Meter mehr, die Chapayev hat richtig viel, die hat 890, nur damit ihr mal so ein bisschen seht, wo ihr da liegt. Also Manövrierbarkeit ist die Mainz relativ weit vorne mit dabei. Bei der Ruderstellzeit sind wir bei 8,4 Sekunden geskillt. Das ist dann wieder so, ja, der schlechtere Wert, muss man ganz ehrlich sagen. Auf dem Niveau ist die Irian noch. Alle anderen Schiffe sind deutlich besser. Cleveland 7,2 Sekunden. Ja, auch hier die Michael Kutuzov hat 6,5 Sekunden. Also gut, die ist natürlich nicht mehr im Spiel zu erhalten. Also wenn er sie hat, hegt sie. Aber wie auch immer, da ist er dann wieder ein Ticken träger. Höchstgeschwindigkeit ist auch hier kein Motorboost vorhanden. Also bleibt er bei 33,6 Knoten hängen. Mehr geht da nicht. Dann kommen wir zur Verborgenheit. Die Erkennbarkeit zu Wasser 12 Kilometer, zur Luft 6,1. Das ist hier voll auf Tarnung geskillt, das Schiff. Also bei den Modulen beim Kapitän und natürlich ist hier eine Tarnung drauf. Das ist ein sehr schlechter Wert, muss man einfach so sagen. Das Schiff ist sehr, sehr weit zu erkennen. Viele Kreuzer auf der Stufe sind eben ja deutlich besser. Also die Mainz belegt einfach den letzten Platz. Punkt. Da kann man einfach nichts anderes zu sagen. Alle anderen Schiffe sind besser getarnt als die Mainz. Und dann sind wir bei den Verbrauchsmaterialien bei der Mainz. Hier gibt es natürlich wieder nur eine Wahl. Immer Premium-Verbrauchsmaterialien einsetzen. Ihr habt ein Premium-Schiff, ihr verdient extra Creditpunkte und das lohnt sich hier richtig bei dem Dampfer, die Premium-Verbrauchsmaterialien eben einzusetzen. Die verkürzte Ladezeit ist einfach eine tolle Sache. Fangen wir an, Schadensbegrenzungsteam, 5 Sekunden aktiv, 57 Sekunden ist hier die Ladezeit. Wenn ihr die Standardvariante nehmt, müsst ihr quasi 30 Sekunden länger warten. Das ist einfach inakzeptabel. In Slot 2 könnt ihr wählen zwischen der guten deutschen Hydroakustik oder dem defensiven Flakfeuer. Ja, die Hydroakustik hat hier Ortung von Schiffen 6 Kilometer. Das hat dem einen oder anderen Zerstörer in meinen Gefechten hier schon die Schweißperlen auf der Stirn getrieben. Torpedos werden 4 Kilometer vorher geortet, also auch eine entspannt geile Geschichte. Wir haben eine Ladezeit von 114 Sekunden und eine Wirkungsdauer von 120 Sekunden. Ich habe hier noch nicht das verbesserte Hydroakustikmodul in der Mainz drin. Könnte aber hier natürlich durchaus Sinn machen. Defensiv Flakfeuer, 50% mehr kontinuierlicher Schaden. Ihr merkt ja schon, wir hatten auch bei der Sektorpriorisierung 50%, also machen wir dann 100% mehr Schaden. Ja, das ist richtig krass. Also wie gesagt, kontinuierlicher Schaden ist 366 und da könnte man jetzt noch die Schießgrundausbildung raufpacken. Dann seid ihr bei fast 400, also da geht richtig ab bei der Flak bei dem Teil.
kontinuierlicher Harmschaden durch Granatenexplosion. Plus 300%, 40 Sekunden aktiv und auch da haben wir 3 Aufladungen parat. Ganz wichtig, bei der Anzahl der Aufladungen, die ihr seht, da ist kein Inspektor drauf geskillt, das ist einfach nur die Premium-Version, da habt ihr eben dann diese 3 Aufladungen zur Verfügung. In Slot 3 gibt es den Jäger, der dann 60 Sekunden aktiv ist, Anzahl der Jäger 3, nichts Besonderes, brauche ich gar nicht groß weiter erwähnen, schickt ihn einfach hoch, wenn er angegriffen werdet, dann habt ihr noch ein bisschen Flak-Unterstützung. Bei den Verbesserungen, da wollen wir jetzt mal ganz schnell durchgehen. In Slot 1 Hauptbatterie oder Hauptbewaffnungsmodifikation 1, da geht es um das Ausfallrisiko der Hauptbatterie und das Ausfallrisiko der Torpedowerfer. Die werden da minimiert und die werden schneller wiederhergestellt, falls sie doch ausfallen sollten. Ganz wichtiger und Pflichtskill bei der Mainz. Wir haben hier das Problem, dass unsere Hauptbatterien anfällig sind. Darum müssen wir hier die Überlebensfähigkeit der Hauptbatterie auf jeden Fall steigern. Und das mache ich nachher auch mit dem Kapitän durch präventive Maßnahmen zum Beispiel noch, ne? In Slot 2 können wir hier das Chancebegrenzung Systemmodifikationsmodul einsetzen. Halte ich durchaus für sinnvoll hier, weil das Schiff eben keine Reparaturmannschaft hat. Jeder Trefferpunkt, der weg ist, ist weg. Ja, es sei denn, ihr habt hier Günther Lütjens drauf und macht 3 Aufklärungsbänder, dann kriegt ihr ein paar Trefferpunkte repariert, aber halt nur wenige. Ne? 8 Sekunden lang, dann nämlich 300 Trefferpunkte. Das ist also auch nicht super viel. Also von daher müssen wir dafür sorgen, dass wir möglichst wenig Trefferpunkte im Spiel verlieren. Darum habe ich hier zum Beispiel auch die Experte der Überlebensfähigkeit mit reingeskillt, um da mehr Trefferpunkte zur Verfügung zu haben. Man kann hier noch defensive Flakfeuer mit einbauen in den zweiten Slot oder eben auch dieses Hydroakustikmodul. Meiner Meinung nach würde beides gehen. Schutzsystem für die Manövrierbarkeit ist hier aus meiner Sicht nicht erforderlich. Ich hatte bis jetzt keine Probleme mit dem Ausfall meines Antriebs oder meines Ruders. Liegt sicherlich auch daran, dass ich die präventiven Maßnahmen ja geskillt habe. Dann in Slot 3, Zielsystemmodifikation, weniger Granatenstreuung. Das ist hier mein Hauptansinn, warum ich das hier eingebaut habe. In Slot 4 kommt die Steuergetriebemodifikation, um die Wendigkeit des Kreuzers ein bisschen zu verbessern auf diese 8,4 Sekunden. Ohne dieses Modul ist es einfach extrem beschissen, um es mal so auszudrücken. Aber über 10 Sekunden Ruderstellzeit will ich so nicht fahren, das Schiff. Auf Slot 5 kommt die Tarnsystemmodifikation dazu. Da kriegen wir dann halt die Erkennbarkeit nach unten gebracht und die Streuung der Gegnergranaten eben um 5% erhöht. Das ist halt richtig cool. Und nur so ist es eben möglich, dass wir nachher auf 12 Kilometer Erkennbarkeit kommen. Ne? Also die braucht der Dampfer hier auch, muss man ganz ehrlich so sagen. Weiter geht's dann noch mit den Signalen. Da haben wir oben links angefangen. Natürlich die Flugabwehrflagge drauf, kontinuierlicher Schaden und Explosionsschaden jeweils um 5% erhöht. Dann haben wir die beiden Brandflaggen dabei, India X-Ray und Victor Lima. Jeweils gibt es 0,5% Brandwahrscheinlichkeit obendrauf. In der zweiten Reihe von links angefangen, die Ladezeit wird verkürzt für die Verbrauchsmaterialien um 5% mit November Foxtrot. Dann haben wir Sierra Mike, da wird die Geschwindigkeit um 5% erhöht. Und India Yankee, Zeit für die Brandbekämpfung um 20% reduziert. Auch da wieder gleiches Prinzip. Ich versuche, die Trefferpunkte meines Schiffs zu sichern. Und deswegen habe ich hier die Interjecki-Flagge noch mit da drauf. Und die Juliet Charlie Anti-Deto-Flagge nennt sich die auch. Also ihr könnt da nicht detonieren. Dann bleibt eine Flagge übrig. Die könnt ihr dann bei den ökonomischen Sachen eben mit hinsetzen. Weiter geht's, wenn ihr die Mainz bekommt, dann gibt es eine Typ 10 Tarnung dazu, die Erkennbarkeit zu Wasser um 3% reduziert, die Streuung der Gegnergranaten nochmal um 4% erhöht, die Schiffswartungskosten werden um 10% reduziert und EP je Gefecht wird um 50% verbessert. Und dann kommen wir zum Kapitän bei diesem Dampfer. Ich habe hier 19er Kapitän zur Verfügung und ich habe hier Günther Lütjens drauf. Ich habe das schon mehrmals erwähnt, möchte das aber jetzt trotzdem nochmal tun. Wir haben hier Fähigkeiten und Talente, die der Mainz massiv helfen und eigentlich ist das fast ein maßgeschneiderter Kapitän für dieses Schiff. Passt auch auf andere Schiffe, auch im Kurfürst, der sekundär geskillt ist, kann der Kapitän sehr, sehr sinnvoll sein oder auch im Flugzeugträger und so weiter. Aber hier auf der Mainz hättet ihr auf jeden Fall einen Kreuzer, wo fast in jedem Gefecht eben der eiserne Schlag. Das ist ein Talent, welches die Ladezeit der Hauptbatterie um 7,5% reduziert, prockt. Und das ist eben das Entscheidende aus meiner Sicht.
Vorrangiges Ziel ist hier auf jeden Fall geskillt. Ich muss wissen, wie häufig ich aufgeschaltet bin. Dann in der oberen Reihe eben diese präventiven Maßnahmen, die hier verbessert sind. Hier sind es nämlich Risiko des Ausfalls einer der Module um 45% reduziert. Und das betrifft Hauptbewaffnung, Torpedowerfer, Steuergetriebe oder Motor. Ja, also da wird das Ausfallrisiko einfach deutlich minimiert. In der zweiten Reihe habe ich mich hier für die verbesserten Elite-Schütze entschieden, einfach damit die Türme schneller in Position sind und hier kriege ich eben 1 Grad statt 0,7 Grad pro Sekunde verbessert. Dann habe ich hier den Adrenalinrausch drauf. Wenn ich Trefferpunkte verliere, kriege ich dafür Nachladezeit geschenkt, also ich kann schneller schießen. In der dritten Reihe gibt es eigentlich mehrere Optionen. Meine Skillung ist der Sprengmeister, 2% mehr Brandwahrscheinlichkeit. Dann habe ich den Experten der Überlebensfähigkeit hier, also 8x 350 Trefferpunkte mehr. Und ich habe natürlich die Grundlagen der Überlebensfähigkeit wieder mit eingebaut, damit meine Brände eben schneller gelöscht werden. Ja, auch da wieder der Hinterkopf, ich habe keine Reparaturmannschaft, also muss ich verhindern, dass Trefferpunkte abgebaut werden. Ja, und in Slot 4 oder in der untersten Reihe Tarnungsmeister, auch da wird dann die Erkennbarkeit um 10% reduziert. Man kann jetzt, wenn man so die Skillung in Slot 3 nicht machen möchte, durchaus auch sagen, ich gehe hier auf Inspekteur oder ich gehe hier auf die Schießgrundausbildung. Die könnte euch helfen, die Schießgrundausbildung eben bei der FLAG, ne, wenn viele Flugzeugträger wieder mal unterwegs sind, weil irgendeine Aktion ist oder so, könnt ihr euch den Kapitän auch so aufbauen. Und dann wird die FLAG wirklich zu einem Monster, kann ich euch jetzt schon versprechen. Die ist schon verdammt gut für diese Stufe. Ein richtiges Prachtstück. Ja, und dann könnte eventuell noch ein Talent proggen, was nennt sich vorbildliche Aufklärung. Das kommt auf die Fahrweise drauf an. Ja, wenn man nämlich 3 Bänder aufgeklärt erhalten hat, dann werden Trefferpunkte des Schiffes repariert. Nämlich der Stufe entspricht, also die Wirkungsdauer des Talents entspricht in Sekunden der Stufe des Schiffs, ne? Also wir sind Stufe 8 Schiff, 8 Sekunden bekommt ihr 300 Trefferpunkte wieder hergestellt, ja, also 2400 Trefferpunkte. Darum habe ich hier Günther Lütjens erstmal drauf, mal gucken, was dann später im Spiel noch irgendwann mal dazu kommen wird. Ja, und das ist mein Kapitän. Ich habe folgendes Fazit zur Mainz. Als Pro notiert habe ich die große Anzahl an Trefferpunkten, die relativ gute Panzerung als leichter Kreuzer, den besten AP-Alpha-Damage, für das Kaliber und die Stufe natürlich, ja, eine gute Nachladezeit der Hauptbatteriegeschütze, den besten HE-Penetrationswert, also diese 38 mm, eine sehr effiziente, gute FLAG und wir haben eine tolle Hydroakustik, die deutsche eben. Als negativen Wert in der Reihenfolge, Erkennbarkeit ist grottenschlecht mit 12 km geskillter Wert, als leichter Kreuzer ist das einfach viel zu viel. Eine relativ schlechte Brandwahrscheinlichkeit mit nur 11%. Andere Kreuzer der Stufe haben da 15%. Dazu kommt noch der niedrige HE-Alpha-Damage-Wert. Ne? Nur 1700 Punkte. Viele andere Kreuzer haben da 2200 pro Granate. Und ein Punkt, das ist aber eher so ein emotionaler Punkt. Gerade weil man da bei der Prinz Eugenia zum Beispiel die Reparaturmannschaft dabei hat, die fehlt hier schon ein bisschen, wie ich persönlich finde. Wenn man hier 1 oder 2 Aufladungen Reparaturmannschaft dabei hätte, würde das dem Schiff garantiert nicht schlecht stehen. Ja, und das waren sie schon, unsere Punkte zur Mainz. Gut fühlen wird sich hier jeder Kapitän, der gerne in Nürnberg gefahren ist und sich mit der Nürnberg sehr wohl gefühlt hat. Er muss sich hier nicht vom Zielen her umgewöhnen, sondern kann eigentlich mit einem besseren Schiff auf der Stufe 8 sofort loslegen. Wir haben hier einen Geschützturm mehr, wir haben eine bessere Panzerung mehr. Also jeder, der die Nürnberg mag, wird die Mainz lieben. Und ja, allgemein leichte Kreuzerfahrer werden sich hier auf der Mainz recht wohlfühlen. Das war's von unserer Schiffseinweisung zur Mainz. Ich hoffe, wir konnten euch helfen, eure Entscheidung zu treffen, ob kaufen oder nicht kaufen. Wenn dem so ist, Daumen da oben da lassen, abonnieren drücken, Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Empfehlt uns auch euren Freundinnen und Freunden, die World of Warships spielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seacrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.